Einen Flaschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video werde ich euch eine weitere automatische Orbfarm-Generiermaschine zeigen. Ich habe euch ja bereits schon in vergangenen Videos zum Beispiel hier die Kakteen, die Melonen, die Kürbis oder auch die Zuckerrohrfarm vorgestellt. Jetzt habe ich ein, zwei neue auf einen Plot gleichgesetzt. Man muss hier zwei Dinge unterscheiden. Einmal haben wir hier die normalen Blumen und Gräser. Dann haben wir hier noch einmal die Sträucher. Ich bin der ziemlichen Überzeugung, dass auf Dauer, wenn man diese Sträucherfarm größer baut, wahrscheinlich mehr Ertrag bringt als diese riesen Blumen bzw. ja, Grasfarm. Ich kann euch das mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wenn man hier den Hebel umlegt, ja, ich wollte gerade sagen, dann wird nämlich hier unten habe ich Schwerfer und die haben Knochenmehl und das geht dann durch den Block durch und bepflanzt halt hier so. Und wenn ich jetzt hier stehe, so drei in die Richtung, drei in die Richtung, jeweils dreimal in jede Himmelsrichtung. Dieses Feld, das wird dann automatisch durch das Wasser eben abgefarmt. Das Wasser läuft ja nach hier in die Trichter und das Ganze bildet sich dann eben, da kommt es halt dann in diese Truhen hier. Da habe ich pro Kiste einen Trichter drunter gesetzt und hier eben alles verbunden, dass ich hier eben Löwenzahn, hier Mohn und hier die Weizenkörner sammeln. Das Ganze kann man natürlich auch mit anderen Blumen machen, je nachdem welches Biom ihr eingestellt habt. Ich habe jetzt das Standardbiom, weil ich muss sagen, das lohnt sich, glaube ich, mit am meisten. Das Standardbiom hast du ja Löwenzahn, den Mohn und die Weizenkörner. Das sind drei Sachen, die du abgeben kannst und vom Orb-Rank wirst du ja damit immer höher gerankt. Das Ganze funktioniert hier tatsächlich eigentlich recht einfach. Wir haben hier einen Werfer, wie bereits gesagt, der steht hier in der Mitte und dann geht es jeweils ein 3x3 Feld in jede Richtung. Das können wir natürlich auf die Länge immer weiter so fortbewegen. Das Ganze ist natürlich mit einer Redstone und Verstärkern ebenfalls verbunden. Das Ganze geht immer hier weiter vor bis zu diesem Knotenpunkt hier und dann haben wir hier so eine kleine Redstone-Konstruktion. Jeweils auf einer Seite immer Redstone. Hier zwei Komparatoren und Trichter, wo jeweils immer hier zum Beispiel ein Knochenmehl, ist eigentlich recht egal, was da drin liegt, eben hier rumgeht. Damit, falls der nicht drin sein sollte, müsst ihr diesen Hebel immer wieder an ausmachen, damit das hier eben läuft. Durch dieses Item, was hier immer zwischenwechselt, wird zum Beispiel jetzt der Komparator hier aktiviert, dann mal da und das ist halt so eine Glock sozusagen, damit das Ganze automatisch hier eben angefeuert wird. Hier haben wir in den Trichtern, in den Truhen und dann in den Trichtern das Knochenmehl. Das lege ich zum Beispiel hier rein und die Trichter sind dann eben mit den Truhen verbunden hier. Das Ganze geht natürlich dann zu den Werfern, die mit der Redstone-Schaltung eben hier verbunden sind, damit die natürlich auch automatisch eben genau gleichzeitig, wenn ihr zum Beispiel hier, es wird bepflanzt und gleichzeitig wird das Ganze abgeerntet. Eigentlich recht simpel zu verstehen. Dann haben wir hier noch die Sträucher. Die habe ich jetzt noch nicht angehabt. Das werde ich gleich mal probieren. Hier haben wir einfach eine Kiste. Da packen wir um das Knochenmehl rein. Dann wird das eben unten durch die ganzen Trichter einmal geschickt in die Werfer. Die wurden alle natürlich auch wieder mit Redstone markiert bzw. verbunden. Und hier hinten geht das Ganze wieder mit einem Komparator zusammen. Das Ganze wäre natürlich auch sinnvoll, wenn man das hier auflässt. Vor den Werfen natürlich habe ich hier dreimal Sträucher von jeder Sorte. Und jetzt sollte das, wenn ich den Hebel hier umlege. Warte mal, ich glaube, es muss ich zweimal machen. Irgendwas habe ich hier nicht ganz richtig gemacht. Ich schau mal kurz, wo der Fehler liegt. Ihr habt den Fehler gefunden. Man muss natürlich den Komparator auch aktivieren, damit das hier automatisch funktioniert. Und dann seht ihr schon, hier sind die Maschinen ordentlich am Rattern. Und hier kommen auch schon die ersten Sträucher eben an. Und die können wir dann eben beim Orbhändler abgeben. Ich glaube, wenn ihr diese Maschinen hier laufen lasst, bitte seid ansprechbar. Denn ich meine, wenn hier solche Farmen, gut, dass hier bei mir sind ja zum Beispiel kleine Farmen, aber wenn ihr die auch anhabt, das Ganze nimmt ja auch Redstone-Leistung vom Server. Wenn ihr die auch zum Beispiel größer baut, dann solltet ihr immer Ansprechpartner sein, beziehungsweise ansprechbar sein, damit ihr die nicht automatisch laufen lässt. Ich weiß zwar nicht, ob das unbedingt notwendig ist, aber ich würde es auf jeden Fall vorsichtshalber mal machen. An sich, wenn ihr das gleichzeitig laufen lasst,
ist es ja ganz easy. Knochenmehl bekommt ihr riesige Mengen. Das Knochenmehl, was ich hier gerade alles reinfall, ist, hast du die ganzen Spawner, dann müsst ihr ja nur die Knochen umcraften und fertig. Ansonsten ist hier eigentlich nicht viel Magie dahinter. Das Ganze lasst ihr automatisch laufen, leert das Ganze, geht zum Orbhändler. Ihr seht zum Beispiel der Flieder, der geht hier sehr gut ab. Und dann gebt das Ganze ab und habt einfach ein paar Orbs mehr. Wenn ihr weitere Redstone-Maschinen sehen wollt, wo ihr auch gut Orbs mit farmen könnt oder auch andere Farms direkt, generell für weiteren Griefer Games Content, empfehle ich euch kostenlos zu abonnieren. Jeden Dienstag um 17 Uhr gibt es hier ein neues Video. Und vergesst auch nicht zu kommentieren, unter jedem Video gibt es immer eine Kiste aus dem Case Opening zu gewinnen. Der letzte Gewinner hat diesmal 5 Millionen abgeräumt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bewertet gerne das Video, haut rein und ciao, Leute.